Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin heute im Similia Beach Resort und Spa Hotel. Es ist ein 5-Sterne-Hotel in Evrensiki, direkt am Strand mit insgesamt 300 Zimmern, was 2011 eröffnet wurde. Eine volle Kapazität von ca. 750 Personen. Und wir schauen uns heute das Hotel wieder mit dem Frontmanager an. Wir hatten das ja schon mal in der Wintersaison. Hier ist der Frontmanager. Hallo Ahmed. Der Herr Najwan. Hallo. Herr Najwan. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du die Zeit genommen hast, um uns heute wieder dein Hotel zu zeigen. Wir waren ja in der Wintersaison da und wir schauen uns mal heute das Hotel hier in der Sommersaison an. Wir haben ja mittlerweile fast Ende Mai und es hat sich auch sehr viel getan bei euch und wir schauen uns mal heute von A bis Z wieder alles an. Gerne, ne? Machen wir das. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Hier sind wir jetzt im Similia Beach Resort und Spa Hotel. Hier ist der Haupteingang, das sieht man da auch. Einmal das Hotel von der Seite gesehen. Das ist ein tolles, kompaktes Hotel, direkt an der Promenade und am Strand von Evrensiki. Und wie gesagt, in der Wintersaison waren wir schon mal hier. Und wir schauen uns mal mit dem Frontmanager, wie gesagt, dem Herrn Najwan, heute an, was uns hier in der Sommersaison erwartet. Und dann sind wir hier jetzt in der Lobbybar. Hallo. Hallo. Da gibt es auch wieder Leute, die uns kennen. Ja, Herr Najwan, wir machen mal hier so wieder den kompletten Blick in dem kleinen, tollen Hotel im Similia Beach Resort und Spa. Wir haben hier auch die Rezeption. Hier sprechen auch alle Deutsch, richtig? Ich spreche alle Deutsch, Englisch. Ihr habt heute auch viel zu tun, ja, das sieht man. Sehr freundliches Personal. Der Murat lächelt gerade. Der Murat ist immer ein Lächeln, den kenne ich auch. Der Murat mag die Katzen auch sehr. Hallo Murat. Hallo. Geht's dir gut? Alles ja. Klar? Dankeschön. Viel Spaß, ne, bei deiner Arbeit. Da sieht man einmal den Murat und den anderen Kollegen. Ja, man sieht, das Similia Beach Resort und Spa Hotel sieht sehr freundlich aus, was es auch ist. Hier nochmal der Frontmanager. Herr Najwan. Und dann sind wir hier an der Lobbybar. Von wann bis wann hat die Lobbybar auf? Rund um die Uhr eröffnet. Ach, rund um die Uhr jetzt. Richtig. Sehr gut. Die Lobbybar hat hier 24 Stunden auf. Hallo. Sieht man auch ein freundliches Lächeln vom Barkeeper. Hallo. Ja, und dann gehen wir mal raus auf die tolle Terrasse. Folgen jetzt nochmal der Blick in die Richtung, damit man genau sieht, was immer einen erwartet, wenn man ins Similia Beach Resort und Spa Hotel kommen sollte. Jetzt sind wir hier auf der tollen Terrasse. Hier ist aber ganz schön toller Wind, sagen wir mal so. Herr Najwan. Hallo. Ich komme gleich. Da gibt es auch Leute. Ich kenne doch viele, ne? Die kennen, ja. Ja, und hier ist doch jetzt den tollen Brunnen. Jawohl. Der ein Herzchen haben wir machen lassen hier. Haben natürlich auch tolle gab's im Winter nicht. Fotos zu machen, hat man hier einen tollen Brunnen und hier auch das tolle Herzchen. Ja, Herr Najwan, und man sieht schon am Pool, dass es ein ganz, ganz anderes Bild im Vergleich zum Winter ist. Heute scheint es ja
eine tolle Show zu haben. Richtig. Heute ist ja unser nationaler Feiertag. Ja. Deswegen gibt es dann heute Abend eine Show. Das wird eine tolle Leckeres Show, ne? Leckeres Essen. Das sieht ja toll aus. Da sind wir gespannt, wie es so ausschaut, Herr Najiwan. Und hier einmal das Hotel hat wie viele Blöcke? Vier Blöcke, ne? Insgesamt 300 Zimmer haben wir. Wie viele Stockwerke? Vier. Vier Stockwerke, ne? Ja, wir können ja mal runtergehen in Richtung Strand zum Beispiel, ne? Und dann kommen wir auch wieder hoch. Machen wir. Dann schauen wir uns das tolle Buffet an und dann hast du ja noch drei Zimmer heute zur Verfügung, richtig, ne? Richtig. Ja. Soll ich mit ihm sprechen oder mit dir? Mit wem soll ich sprechen? Mit dir oder mit ihm? Bist du öfter hier? Ich bin immer da, weißt du? Nein, das erste Mal. Erste Mal. Und ist dein erster Eindruck vom Hotel? Tipptopp, es ist gut. Guck mal, mein Bauch ist tipptopp. Ja. Hast du gesehen, ne? Kannst du es weiter empfehlen? Bist du zufrieden? Ja, mit deinem Zimmer, Essen? Türkei ist gut. Ich empfehle alles. Nein, das Hotel auch. Hotel auch, ja. Alles gut. Deutschland aus Bayern? Nein, Schweiz. Schweiz. Ich komme aus der Türkei. Aber ich bin Italiener. Italiener, ne? Und du schaust auch mal die Videos? Ich schaue immer. Sie schaut immer da. Ich schaue es immer, ja. Nein, das ist nicht so. Wir schauen da gut. Ja, na, das Hotel ist gut. Wir sind das erste Mal hier. Ja. Ja, und es ist wirklich super. Bis jetzt. Erster Tag? Erster Tag. Genau. Gestern wir sind neu angekommen. Genau. Du bist schon begeistert? Ja, bis jetzt schon. Na dann. Hast du gehört, Herr Najiwan? Jawohl. Wir erwarten Sie nochmal halt. Ne? Der Sportmanager, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sorgen Sie jetzt immer. Oh, tipptopp. Stehe ich jederzeit für euch. Kein Problem. Ich danke euch. Ne? Also ich wünsche euch einen schönen Urlaub und viel Spaß. Ne? Du hast die Dame vergessen. Nee, sie will ich doch nicht. Kamera scheu. Okay, so. Jetzt wieder runter. Wir sind hier an der Rezeption wieder und Lobby. An alle, die neu dazu gekommen sind, wir sind heute im Similia Beach Resort und Spa Hotel in der Saison. Der Frontmanager, der Herr Najiwan, hat sich wieder die Zeit genommen, um uns hier das tolle Hotel vorzustellen. Ja, und hier das sieht man auch, hier ist auch eine Katze. Jawohl. Katze Geschäfte, sieht man. Sieht man auch, dass der Herr Najiwan hier Geschäfte im Hotel hat. Das ist der Spa-Bereich. Hier einmal der Spa-Bereich. Hallo. 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 Hier sieht man auch die Doktorfische. Im Spa-Bereich. Richtig. Hallo. Hier Richtung. Und hier sieht man noch den Fitnessraum. Schaut mal. Im Similia Beach Resort und Spa-Hotel. Wieder bei den Geschäften. Und jetzt gehen wir in die Richtung. Geradeaus. Und hier sieht man auch eine Loungebar. Die hat auch auf. Von 9 bis 18 Uhr. Von 9 bis 18 Uhr. Und hier sieht man
Draußen die tolle Deko, was hier gemacht wurde, heute zum Feiertag. Das sieht ja wirklich toll aus. Also ich kann mich daran erinnern, ich bin hier schon mal Silvester vorbeigegangen. Mhm. Da hatte das Hotel auch schon eine richtig tolle Poolparty. Richtig. Im Winter. Und jetzt sieht man hier im Sommer, dass sie auch hier eine tolle Party haben werden heute im Similia Beach Resort und Spa Hotel. Also ganz, ganz tolle Show und ein tolles Abendbuffet erwartet heute hier die Leute. Das kann man auch sehen. Und das ist hier die Lounge Bar, die hat bis 18 Uhr auf. Kann man ja auch mal reinschauen. Schau mal, hier stehen schon viele Cocktails bereit in der Lounge Bar im Similia Beach Resort und Spa Hotel. Wir können mal hier vorbeigehen, mal in Richtung Strand. Man sieht, dass hier auch alle aufmerksam sind. Hallo. Darauf alles achten. Und meinst du, gehen Leute mit Klamotten baden noch nach ein paar Cocktail? Ja. Was sieht man hier? Tolle Deko. Hier sind einmal die Rutschen im Similia Beach Resort und Spa Hotel. Hier einmal das Hotel. Habt ihr denn öfter solche Veranstaltungen, Herr Najiban? Zweimal schon dieses Jahr. Ja. In den nächsten Wochen wird es dann bestimmt noch mehr. Noch mehr, ja. Solche Veranstaltungen nochmal, ne? Hier ist ja auch die Arena für die Show vom Similia Beach Resort und Spa Hotel für die Abendshow. Ja, und da sieht man, dass die Leute hier sicherlich heute einen sehr, sehr tollen Abend haben werden. Und ist denn das Hotel ausgebucht? 85% gerade. 85%. In den nächsten Tagen sind wir dann ausgebucht. Ja. 85%. Wir haben immer noch einen Kinderpool. Ganz süß gemacht hier mit der Elefanten- oder Robbenrutsche. Und hier hat der Herr Najiban seine Poolbar. Richtig, auch von 9 bis 12 Uhr abends auf. 9 bis 12 Uhr. Hier einmal die Poolbar. Oh, Bekir, dass ich dich hier treffe da. Alles gut bei dir? Mein bester Freund. Ja. Gut, Mann. Hallo, hier auch der Security am Hoteleingang zum Strandausgang, war jetzt gemeint. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet, denn hier ist der Strandausgang und das Hotel ist direkt an der Promenade. Wenn man in die Richtung geht, kommt man nach Kumköy. Hier kommt man zum Hotel Strand und von da aus kommt man nach Cholakde. Und auch zur Schildkrötenbrücke, die von hier ca. 300 Meter entfernt ist.
Und die Katzen gehören alle zu euch, Herr Najivan? Die leben draußen, die gehören nicht zu uns. Ja, die leben hier, ne? Ja. Die scheinen sich aber hier wohl zu fühlen. Ja. Und da geht man aus dem Hotel raus und 20 Meter weiter hat man gleich den Strandabschnitt vom Similia Beach Resort und Spa Hotel in Evrenzeki. Das ist hier die Beach Bar. Herr Najivan, und hier kann man auch essen und trinken? Man kann ja auch essen, ab 12 Uhr mittags bis 16 Uhr. Ja. Und barmäßig geht es ab 11 bis 18 Uhr dann halt. Ja. Ja, man sieht hier, dass man auch gemütlich hier sitzt, schön im Schatten, denn es kann ja hier sehr heiß werden jetzt die nächsten Tage. Hier hat man ja richtig Schatten. Wir schauen uns mal an. Den Strandbereich noch zusätzlich. Wir waren ja schon mal in der Wintersaison hier und da hatte hier der Strandbereich noch nicht alle liegen draußen. Und jetzt sieht man, dass der Strand hier beim Similia Beach Resort und Spa Hotel komplett fertig steht für die Urlauber, dass sie einen tollen Urlaub haben im Jahr 2024. Also Platz am Strand, hallo, Platz am Strand scheint man auch sehr viel zu haben. Hallo, alles gut? Alles klar? Okay. Okay. Hier ist auch eine kleine Kinderrutsche, da sieht man auch Leute, die uns kennen. Und von hier aus hat man auch einen kleinen Holzweg. Richtig. Ist das für Rollstuhl auch gedacht, ne? Richtig. Dass man gut bis zum Strand gehen kann. Und man sieht, dass man hier viel liegen und viel Platz hat am Strandabschnitt vom Similia Beach Resort und Spa Hotel in Evrenzeki. Und eine gute Überschattung, sagen wir mal so. Tollen Schatten hat man hier. Ja, und dann sind wir auch gleich direkt am Strand von Evrenzeki. Evrenzeki hat einen sehr, sehr tollen Strand. Schaut mal, wir haben gerade 18 Uhr Ortszeit und man sieht, dass hier noch Leute am Strand sind. Das ist der Blick in Richtung Side und da sieht man, dass gerade immer noch Menschen am Strand sind. Und sicherlich, um auch tolle Bilder zu machen. Das ist hier das offene Meer. Hier gibt es keine Felsen oder Platten oder Steine. Man hat hier einen sehr tollen, feinen Sandstrand und es ist nicht tief. Und da vorne ist die Hafenmauer. Da ist der Hafen von Evrenzeki. Und da sieht man auch Schildkröten jeden Tag. Und hier einmal. Nochmal von der Perspektive aus gesehen, der Strandabschnitt vom Similia Beach Resort und Spa Hotel. Also man hat es nicht weit bis zum Wasser, wenn man hier am Strand ist.
Also ihr habt wirklich einen tollen Strand, ja. Herr Nachiwan. Hier bei euch im Similia Beach Resort und Spa Hotel in der Brenseki. Platz ist für alle da. Und vergisst auch nicht, das Video zu teilen, um auch vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man in der Saison hier in Similia Beach Resort und Spa Hotel in Evrensiki kommen sollte. Also einen tollen Strandabschnitt, eine tolle Beachbar. Platz für alle, gleich an der Promenade, an dem tollen Kompakthotel, Similia Beach Resort und Spa. Das war der Strandabschnitt. Und hier nochmal der Frontmanager, Herr Nachiwan. Und dann gehen wir mal wieder in die Hotelanlage rein. Und jetzt sind wir hier wieder auf der Promenade. Also die Promenade sieht doch toll aus und da gehen wir hier wieder in die Hotelanlage rein, im Similia Beach Resort und Spa Hotel. Hallo. Ja, und heute hat man auch ein tolles Buffet. Ist es denn schon so weit oder? Ich denke mir eher noch 15 Minuten. Oder gehen wir mal erstmal noch was anderes anschauen. Jawohl. Ne? Ja. Man sieht, dass sie sich hier alles. Tama. Wir gehen mal. Der Generalmanager, der Herr Mehmet, der in Rot, der auch alles ganz gut kontrolliert dort hinten am Dönerspieß. Da möchte auch gerne, dass man sein am Buffet mit aufnimmt und das schauen wir uns dann alles an, wenn es hier fertig ist. Noch sind sie in der Vorbereitung. Sieht alles lecker aus. Ja, natürlich. Und das schauen wir uns dann alles an. Alle da rein. Hallo. Ja, und dann sind wir jetzt wieder im Hotel. Und mal schauen, was uns hier der Herr Nachiwan noch zu zeigen hat. Im tollen Hotel. Wir gehen erst in den Zimmer am besten. Wir gehen uns mal die Zimmer anschauen. Nehmen wir die
Fahrstuhl. Okay. Fahren wir mit dem Fahrstuhl hoch. Der Najivan hat uns heute 3 Zimmer zu zeigen. Mhm. Wir haben ein Standardzimmer mit Mehrblick, ein Familienzimmer und ein kleines Familienzimmer. Mit Etagen. Mit 3 Zimmer haben wir gerade zur Verfügung. Ja. Ich denke mal, nicht nur ich, sondern auch das Publikum ist gespannt auf deine Zimmer, die du uns heute zeigst. Herr Najivan. Ja. Wir fahren in den zweiten Stock. Zweiten Stock, das ist D-Block, 4000er nennt man es, beliebt bei den Stammgästen. Schauen wir uns mal die Zimmer an. Okay, das konnte ich ja zu hören. Und du hast das ganze Jahr auf, ne? Richtig, richtig. Winter und Sommer. Im Winter und im Sommer immer habt ihr auf. Mhm. Also für die Langzeiturlauber im Winter daher auch. Wir haben fast 70% Stammgästen, die halt jedes Jahr 2 oder 3 Mal hierher kommen und den Urlaub genießen. Publikum ist mehr Deutsch bei dir? Ja, ne? 80% fast. 80%, ne? Du sonst auch, der Rest sind alles Europäer? Ja, richtig. Die aus Polen, aus der Türkei auch ein paar Stammgäste. Und aus Russland eher ein paar Leute dann halt, ne? Aber nicht so viel, ne? Nein. So, jetzt haben wir 3 Zimmer. Ja, und jetzt hat hier der Herr Najivan 1, 2, 3 Zimmer. Richtig. Hier das Nummer 3. Fangen wir hier an. Wir fangen mal hier an, Herr Najivan. Das ist ein Familienzimmer. Ja. Mit 2 separaten Schlafraum. Einmal in dem Raum gibt es 2 Twinbetten. Ja. Und auf der anderen Seite, wo du gerade bist, gibt es dann ein French-Bett. Also hier hat man 2 Single-Bett. Richtig. Im Familienzimmer. Man hat hier auch einen Fernseher. Jetzt haben wir auch so ein Minibar. Minibar wird jeden Tag aufgefüllt. Ja, man hat Softdrinks und auch Bier da. Ja, richtig. Ja. Tresor haben wir in jedem Zimmer für Sommersaison kostenlos. Ja. Ne? Kostenlos und Internet? Internet auch kostenlos. Also Safe und Internet safe ist kostenlos. Richtig, man gibt sich die Zimmernummer und ihr eigenes Geburtsdatum ein, dann hat man dann Internet sogar auch am Strand. Am Strand habt ihr auch mittlerweile Internet. Richtig. Die Zeiten ändern sich wirklich dort. Und dass man mittlerweile überall Internet hat. Hier sieht man auch einen tollen Sitzecke mit Stuhl, 3 Stühlen, Aschenbecher, Tisch. Und hier einmal der wunderschöne Ausblick vom Similia Beach Resort und Spa Hotel. Also ein sehr, sehr toller Ausblick. Auch in Richtung Hafen, offenes Meer. Auf dem Poolbar, auf dem Pool, auf die Arena, also man hat hier schon einen ganz, ganz tollen Ausblick. Hier nochmal ganz in aller Ruhe. Thank you.
Ja, also man muss sagen, toller Ausblick. Und hier nochmal eines der Familienzimmer. Das war Zimmer Nummer 1. Mhm. Und hier hat man dann noch... Das ist ein größeres French Bett haben wir. Ja. Und auch einen schönen Blick ins Meer. Hier hat man auch einen tollen Blick direkt aufs Meer. Richtig. 50 Quadratmeter sind alle Familienzimmer und die Standardzimmer, die normal sind, 35 Quadratmeter. Ja, also man sieht hier das Familienzimmer von 50 Quadratmeter. Hier hat man auch natürlich Kaffee- und Teeservice. Mhm. Auch hier haben wir Minibar. Hier hat auch der Energy One eine Minibar und natürlich auch Fernseher. Also was man hier hat, hat man auch im anderen Zimmer. Mhm, richtig. Und hier sieht man nochmal das Bad mit einer Dusche. Alle Zimmer haben mit Dusche. Keine Badewanne. Die Zimmer hier im Simile Beach Resort und Sporthal haben alle Dusche. Also das war ein Familienzimmer, Herr Nachivan. Richtig. Machen wir hier. Von hier aus gesehen. Und dann gehen wir mal gleich genau auf die andere Seite. Das ist auch. Das ist was für ein Zimmer? Das ist ein kleines Familienzimmer mit Etagenbett. Ja. Die mit Kindern kommen. Also geeignet für zwei Erwachsene, zwei Kinder dann halt. Hier hat man ein kleineres Zimmer. Familienzimmer. Da sieht man das Etagenbett. Im Simile Beach Resort und Spa Hotel. Auch natürlich alles ganz ordentlich eingerichtet. Wir können mal gleich rausgehen. Und mal hier rausschauen, was man hier für einen Blick hat. Natürlich auch einen ganz, ganz tollen Meeresblick. Hat man auch von der Seite. Und hier sind wir wieder im Zimmer. Haben wir von hier aus gesehen. Gibt es natürlich bei jedem Zimmer ein Minibar und Safe und alles halt. Mit Minibar und Safe und auch dann natürlich wieder die gleichen Getränke wie im anderen Zimmer. Kann man ja nochmal sehen. Und hier kann man den Koffer abstellen. Hier nochmal Pantoffeln. Den Safe haben wir hier. Safe ist auch da. Und hier nochmal das Bad mit Dusche. Ja. Ja, na Giovanna, also deine Zimmer sind wirklich ganz toll. Dankeschön. Genau wie deine Anlage, genau wie das Hotel. Jetzt haben wir uns zwei Zimmer angeschaut. Und jetzt schauen wir uns das dritte Zimmer an. Das ist hier. Das ist Standardzimmer mit Meerblick. Jetzt schauen wir uns hier das Standardzimmer an mit Meerblick im Similia Beach Resort und Spa Hotel an. Also wir können da mal direkt auf dem Meer abgehen. Mhm. Und jetzt mal hier
tolle Aussicht anschauen. Hier wieder einen ganz, ganz tollen Blick in Richtung offenes Meer und Hafen. Man sieht sogar Side von hier, der Nachiwan. Das Ganze nennt man auch Side. Schön zum Sitzen und Entspannen lassen. Natürlich, und auch ein toller Wind hier. Also man muss sagen, das ist alles sehr beeindruckend. Und hier sieht man schon, dass viele da unten sind. Wegen dem tollen Feier, was man heute hat. Und hier hat man auch das Doppelbett im Standardzimmer mit Meerblick. Mhm. An alle, die neu dazugekommen sind, wir sind heute im Similia Beach Resort und Spa Hotel in Evrenzeki in der Saison mit dem Herrn Nachiwan, dem Frontmanager. Hier hast du auch eine Minibar. Da habe ich Minibar. Auch Minibar, logischerweise, ne? Da sieht man auch, genau wie in jedem Zimmer, Softdrinks und auch Bier. Oder hier auch Kaffee und Tee-Service. Platz zum Koffer abstellen und hier nochmal von der Seite aus ein toller Blick. Ja, Nachiwan, also es gibt hier nichts zu bemängeln. Man sieht, dass hier alles tipptopp ist in den Zimmern, in der gesamten Hotelanlage, wie es auch eigentlich die Leute nicht anders kennen. Dankeschön. Hier nochmal das Bad. Im Standardzimmer mit Meerblick. Ja, Nachiwan, jetzt hast du uns heute drei sehr, sehr tolle Zimmer von dir gezeigt. Ne? Also ich bin wirklich sehr beeindruckt. Okay. Und man sieht auch allein schon heute, was sie sich alle für Mühe geben in dem Hotel, um den Menschen auch einen tollen Abend zu machen. Man sieht, dass das ganze Hotel sich große Mühe gibt. Das haben wir auch gesehen. Da unten, und das schauen wir jetzt auch da unten an, das tolle Buffet. Und daher, wer schon mal hier in diesem Hotel war, also ich bin mir sicher, dass das Hotel jeden Gast hier zufriedenstellt. Und das Hotel freut sich natürlich auch sehr, wenn man bei Holiday Check eine gute Bewertung für das Hotel dalässt. Denn man sieht wirklich, dass das Hotel sich sehr viel Mühe gibt und alles dafür tut, damit die Gäste auch die besten Tage im Jahr hier genießen können in dem Hotel. Richtig, ja. Also nicht vergessen, bei Holiday Check für Similia Beach Resort und Spa Hotel eine gute Bewertung zu hinterlassen für die Leute, die schon mal hier waren. Thank you.
Und heute haben wir den Jugendfeiertag. Jugendfeiertag. Jugend und Sport, ne? Sozusagen. Genau. Hallo. Hallo. Ich bin da. Ein Stück. Ich kenne dich. Woher? Aus YouTube. Echt? Ja. Genau, genau. Ich kenne dich auch aus YouTube. Auch aus YouTube. Vom letzten Video, ja, was wir gemacht haben. Ja. Genau, von Fadi Modell hier. Ja? Seid ihr durch das Video hierher gekommen? Ja. Echt? Ja. Siehst du? Danke. Hast du gesehen? Ja, durch das Video. Durch das Video seid ihr hier. Wir hatten nochmal nachgeschaut. Ja. Weil wir fliegen zweimal im Jahr in die Türkei. Ja. Und wir waren schon, also 14 Mal waren wir schon in der Türkei. Und das durch dein Video, weil wir gesucht haben, wo fliegen wir denn diesmal hin? Ja. Also wir sind immer in der Gegend hier. Ja. Fliegen wir denn diesmal hin? Und dann haben wir das hier gesehen. Und da gab es noch einen Teil. Ja, zum Abendessen. Ja, stimmt. Zwei Videos hatte ich gemacht. Genau. Gehabt. Stimmt. Und dadurch sind wir jetzt hier. Das gute Entscheidung getroffen. Würde ich sagen, ne? Wenn ihr Fragen oder Sorgen habt zu Herrn Najivan, wisst ihr ja, ne? Der Frontmanager im Hotel. Nein, Najivan, kannst du ja sehen. Genau. Ne? Freut mich halt, dass die Leute sich auch für das Hotel entschieden haben. Ja. Schönen Urlaub, ne? Ja. So, dann gehen wir mal zu dem tollen Buffet, bevor es da losgeht. Und da sieht man auch schon das. Also da bereit stehen. 29. Ja, und schaut mal, was das hier für ein tolles Gefühl heute ist. Schau mal hier. Also heute zum nationalen Feiertag. Hier mit ganz vielen Scampis, Salatbuffet. Hier einmal der Feinkostbereich. Man sieht, dass sie noch vorbereiten. Das sieht ja alles toll aus. Also Herr Najivan, hier einmal. Sieht alles sehr lecker aus, ne? Der Nachtisch. Ja, das ist auch hier heute ein spezieller Abend. Ekşi, restoran kapalı. Bu araba lazım mı size? Bayraksı. Bayraksı. Araba lazım mı? Ne diyeceğiz? Benim arabalarım. Sieht man auch, dass hier ein Lamm drauf ist. Hier auf dem Grill vorbereitet. Muss mal darum gehen. Ja, also das sind hier spezielle Abende. Und hier wird auch gleich frisch gegrillt. Hier sieht man zum Beispiel Lammkotelett oder Köfte, Adana. Oder hier zum Beispiel Döner. Und
Hier sieht man den Pizza-Bereich, was hier vorbereitet wird für die Gäste. Hier einmal Frühlingsrolle, denke ich mal. Und hier sieht man schon, dass die ersten Lammkotlets da stehen. Und hier einmal der Generalmanager, der Herr Mehmet. Hallo. Hallo Herr Mehmet, geht's dir gut? Gut. Hast ja hier toll was vorbereitet, ne? Danke. Der Generalmanager. So, und da sieht man auch heute das tolle Buffet für diesen tollen Abend. Hier sieht man noch Bereiche, wo man toll Fotos machen kann. Ja, Herr Najivan, ich denke mal, heute gibt es eine tolle Feier noch bei euch. Ich auf jeden Fall. Im Semelia Beach Resort and Spa Hotel in Evrenzeki. Hier an der Poolparty. Erstmal toll essen und dann nochmal richtig feiern. Und man sieht, dass die Leute auch alle am Film sind. Denn solche tolle Momente hat man ja nicht jeden Tag. Das ist kein gewöhnlicher Tag. Hallo. Und da sieht man, wie jetzt die Leute reinkommen. Ja, und vergisst auch nicht, das Video zu teilen, um vielen zu zeigen, was einen erwartet, wenn man hier in Semelia Beach Resort und Spa Hotel kommen sollte. Das ist heute ein spezieller Tag, ein spezieller Abend, weil heute auch Feiertag ist. Hier der Empfangscocktail im Semelia Beach Resort und Spa. Und nicht, dass man hier ins Wasser fällt, ne? Hier gibt es Stufen. Ja, und dann sollen die Leute mal etwas essen. Ja, Herr Najivan. Also ich bin wirklich begeistert von deinem Hotel, von deinem tollen Abend heute hier. Von dem tollen Buffet. Also an solchen tollen Feiertagen sieht man hier, dass das Hotel auch so tolle Veranstaltungen macht. Das ist nicht selbstverständlich, das macht nicht jedes Hotel. Ne? Herr Najivan. Und wir sind auch nicht zum letzten Mal hier. Ja. Wir kommen noch mal öfter bei dir vorbei, Herr Najivan. Und schauen uns hier dein tolles Hotel an. Ja, dann haben wir uns heute auch den tollen Strandbereich angeschaut, das tolle Abendbuffet zum Feiertag. Drei tolle Zimmer. Die Lobby, die Rezeption, die tolle Terrasse im Semelia Beach Resort und Spa Hotel in Evrenzeki. Italiano. Ciao, ciao. Und jetzt sind wir hier wieder in der Rezeption und in der Lobby.
Ja, und dann sind wir hier auch wieder auf der tollen Terrasse, Herr Nadjivan. Ja. Und ich denke mal, dass auch mit diesem Video viele offene Fragen beantwortet sind. Jeder sieht, dass das ein tolles Hotel ist in der Saison und auch im Winter. Wir waren schon mal im Winter hier. Und wir haben ja auch Leute getroffen, die durch unser letztes Video auch hier sich für das Hotel entschlossen haben. Ne? Das ist schön, das zu hören halt. Ne? Ja, natürlich. Dass man deinen Leuten weiterhilft. Ja. Und das ist hier nochmal von hier aus gesehen. Der tolle Abend vor der Party. Ja, Nadjivan, ich denke mal, das war's dann für heute. Ne? Also wir haben uns heute wieder dein tolles Hotel angeschaut und ich sage wieder danke, dass du dich Zeit genommen hast. Ich bedanke mich ganz herzlich. War schön, dich wieder zu sehen. Danke, hat mich auch gefreut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ne? Auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön. Und ist schön, ne? Wird. So, und dann waren wir heute wieder im Similia Beach Resort und Spa Hotel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.